Und herzlich willkommen zurück zu Resin Nummer 3. Jawohl! Das letzte Mal haben wir einen schweren Traum hinter uns gebracht. Und damit das Spiel begonnen. Jetzt sind wir auf einer nicht so albtraumhaften Schatzsuche zusammen mit unserer Schwester Patty. Ja, wie sieht nicht mal der namenlose Held aus? Dem ersten und dem zweiten Teil, sondern sind ein naja, halber namenloser aus drei, denn wir sind immerhin ein Stahlbart, das heißt, einen Nachnamen sollten wir also eigentlich haben. Tja, und ich würde sagen, wir begeben uns direkt mal weiter auf die Reise zum Schatz. Und ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Da kommen wir nicht rüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Was du nicht sagst. Tja, ich meine, man sieht ja schon so ein bisschen die Superbrücke. Die Wurzeln und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Ja, danke, dass du mir das sagst. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Der Baum sieht einfach so aus, als könnte man ihn umkippen. Aber ihr wisst ja, warum schon da lang gehen, wenn wir erstmal einen Weg abseits zu erkunden haben. Mit einem Goldklee als Belohnung und immerhin einem Goldsack. Wow. 50 Gold, wir werden noch reich, bevor wir überhaupt richtig angefangen haben mit dem Spiel. Yay, yay, yay. Reiche, fette Beute. Da did it, was ich am meisten mache. Jawohl. Digge, fette Beute. Zumindest als Pirat. Tja, anders als in Risen 2 gibt es diesmal wirklich wieder richtige, schöne Gilden. 3 Stück. Piraten sind tatsächlich dabei. Es gibt da noch Dämonenjägern und, Dämonenjäger und richtige Magier, also Magie spielt hier wieder eine größere Rolle und ich bin mal gespannt, wem wir uns anschließen werden. Ich hoffe, ihr auch. Aber erstmal mit voller Kraft. Yay. Superman und Patty fliegt erstmal nach oben. Mensch, wäre das schön gewesen, wäre ich jetzt schön über diese Schlucht hier geflogen. Ich hätte mich Schrott geladen, aber leider liegt das Spiel das nicht zu. Hallo, Papagei. Gut gemacht. Lass uns weitergehen, Brüderchen. Yo, yo, yo. Versteckte Täler sind genau mein Ding. Eine Buddel voll rum ist mein Ding, Patty. Ach ja, ich mag immer so schön Umgebungsgeräusche, wo Äffchen kreischen und Vögel zwitschern und... Verdammt. Da war er doch schon wieder, oder? Er sieht fast aus wie... Und Geister vor mir erscheinen, das ist auch etwas, was ich immer allzu gerne mag. Bleibst du bitte ganz, du scheußliche Mauern. Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Ja, ein Gorilla. Groß und hässlich. Aua. Wow. Gorilla Man. Und zack. Und... Zack und... Größe bedeutet nichts. Schon tot? Dann bedeutet die Größe allerdings tatsächlich nicht so viel. Ein Schlag. Ja gut, war ein paar mehr Schläge, aber... So wirkliche Bedrohung war der Affe noch nicht. Aber ich denke mal, das ist doch alles noch so geplant. Dass man da nicht allzu viele Probleme hat. Ist ja noch relativ früh im Spiel. Und die auch schon wieder. Aber genauso wie im ersten Teil. Kann ich nicht schießen. Warum auch immer ich gerade nicht schießen konnte. Warum kann ich nicht schießen, du Vieh? Erklär mir das. Ich kann echt nicht schießen. Gib mir lieber deinen Fisch hier, Vieh. Ein Silberteller. Das können wir alles wieder zu wunderbar viel Geld machen. Das hat im zweiten Teil ja auch wunderbar geklappt mit den ganzen Tellern und sonstigen Zeug, was wir alles aufgesammelt haben. Und ich bin da jetzt schon guter Dinge, ein reicher Mann zu werden. Auch mit einer Voodoo-Puppe und rumliegenden Gold. Es wäre echt schön, wenn er sich irgendwie bücken könnte und dann alles auf einmal aufsammelt. Sollte eigentlich gehen, wenn er gedrückt bleibt.
Haben wir gerade mehrere Gegner auf einmal getroffen? Wäre natürlich super, wenn sowas klappt. Oh. Rabums! Rabums! Rabums und wir treffen die Gegner nicht. Hallo? Wo ist eigentlich der Fluchtaffe hin? Ach, der ist schon tot. Schon tot, das sind die Affen hier. Ja, Patty ist ja gut. Hat ja auch Zeit. Bitte. Willst du auch mal besser helfen können? Genauso gut könntest du jetzt helfen, hier das ganze Gold aufzusammeln. Ist das ein Helm? Ach, nee, ist ein Stück von der kaputten Vase. Wer läuft hier rum durch alte Gemäuer und macht die Vasen kaputt? Händler geben gutes Geld dafür. Na dann. Und dafür gibt es aber auch noch einen Feuerregen. Diese Schrift vorlässt magisches Feuer auf deine Gegner herabregnen. Ein Feuerregenzauber. Sehr hilfreich, wenn du mehrere Gegner ausschalten willst. You, Paddy. Ich werde es mir merken. Benutzbare Zaubersprüche kannst du nur mit den Schultertasten auslösen. Okay. Ich leg mir mal ein paar hier drauf. So. Ich leg auch mal meine Einhandwaffe hier drauf. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Beziehungsweise ich mach das mal so, wie das Spiel das damals vorgeschlagen hat. Gibt es eigentlich mittlerweile eine Fackel oder sowas? Nee. Keine Fackel. Wir bleiben weiterhin fackellos. Haben wir sonst noch irgendwas hier versteckt? Vielleicht hier drin? Noch eine Schaufel. Falls wir die eine übersehen haben, was ja kaum übersehbar war, haben wir jetzt hier noch eine schöne und können zu zweit hier rumbuddeln, Patty. Möchtest Heute du sind hier nur noch Affen. Danke, und du bist der Oberaffe. Nee, du könntest gerne mit mir buddeln, oder? Möchtest du mit mir buddeln, Patty? Wie zwei Affen, die sich gern haben. Oh, Patty. Was ist eigentlich mit dem alten Helm passiert, Patty? Was hast du mit ihm gemacht? Vielleicht finden wir das irgendwann auch noch raus. Pokal. Noch einer. Noch einer und ein ganzer Goldsack. Tja, die Flasche kann ich ja nicht mitnehmen. Wäre bestimmt ein guter Schluck vom Fusel drin gewesen. Aber es scheint keinen Weg dorthin zu geben. Es sei denn, man kann fliegen. Ah ja, fliegen müsste man können. Ja, schön, Petty. Hallo? Fliegen müsste man können. Ah, jetzt geht's wieder. Ich konnte mich gerade nicht mehr mit der Maus umschauen. Das war sehr seltsam gerade. Warum auch immer. Ich schätze mal, dieser kleine Filmschnitt, da ist übrigens eine Fackel, dieser eine Filmschnitt hat uns da so ein bisschen rausgebrochen. Oder die Steuerung kaputt gemacht. Ist ja blöde. Gefällt mir nicht. Eine Handvoll Papageienflugzauber haben wir auch wieder mal erledigt. Unsere Quests hier, die gehen immer schneller voran. Wunderbar. Wunderbar. Kafligomato. Upsala. Habe ich jetzt gerade irgendwie aus Versehen abgebrochen? Ich weiß nicht, was da stand. Tut mir leid. Ich war zu schnell mit meiner Taste. Ein polierter, funkelnder, goldener Ring. Ich glaube, den ziehen wir direkt mal an. Upsala. Denn er bringt uns wunderbare Silberzungenfähigkeiten und einschüchternde Werte. Liebe Frauen da draußen, ist das wirklich so? Wenn ihr goldenen Schmuck tragt, könnt ihr dann besser flirten und auch bedrohlicher wirken? Schreibt es doch in den Kommentaren. Obwohl, so ein typischer goldener Ring, der mir so einfällt, das ist ja eigentlich so ein Hochzeitsring, ne? Und, ja, so eine Hochzeit, die kann ja schon sehr beängstigend sein. Und wenn das Paar toll ist, dann kann es auch sehr anziehend sein. Vielleicht war das der Gedanke dahinter. Aber ich kann es euch nicht sagen, denn ich weiß es nicht. So, Penny, komm mal mit. Hey. Hallo? Penny ist kaputt. Penny! Ich glaube, wir hätten hier nicht runterspringen dürfen. Vielleicht können wir sie ja triggern, dass sie wieder mitkommt, indem wir
noch einmal diese Leiter benutzen. Immerhin war danach ein Ladebildschirm. Aha, da ist sie. Aha, Papageienflugzauber. Damit kannst du über Abgründe fliegen. Habe ich schon gemacht, aber vielen Dank für diesen Hinweis. Ich hoffe, jetzt kommst du endlich wieder mit. Komm, du alte Schrapnelle. Du bist ein richtig guter Blitzmerker. Ich bin schon längst wieder da, wollte dich abholen und jetzt kommst erst du damit. Piraten. Tja, das war zu erwarten, dass wir hier nicht die Einzigen sind. Wir müssen sie aufhalten. Sonst sind sie vor uns beim Schatz. Am besten, du fegst sie mit dem Feuerregen hinweg, den du in der Tasche hast. Ach ja, die sollen uns also den Schatz vorher wegnehmen. Aber sieh doch mal, die stehen da vom Lagerfeuer, grillen ihr Fleisch und trinken rum. Die sind nachher so völlig dicht. Die können eigentlich gar nichts mehr machen, aber naja. Es wird abgerechnet. Weil du das möchtest, Petty. Du bist so gut wie tot. Dann mache ich das für dich. Hallo. Und hier in die Fresse rein. Und ab in den Busch. Ach, der lebt noch? Niemand lebt. Diese Halunken sind nur die Nachhut. Ein Teil von ihnen ist bestimmt schon im Tempel. Na gut, was denkst du, wer diese Jungs anführt, Patty? Wer führt diese Jungs an? Was meinst du? Wir werden schon bald herausfinden, unter welcher Flagge sie segeln. Der Kapitän ist mit Sicherheit schon im alten Tempel. Wir müssen unbedingt hinein. Dummerweise ist der Eingang des Tempels versperrt und die Zugbrücke ist eingefahren. Das sehe ich. Ja, aber ein paar Meter weiter unten am Fluss scheint ein Seiteneingang zu sein. Er ist etwas schwer zu erreichen, aber es ist bestimmt nicht unmöglich. Versuch du, einen Weg in den alten Tempel zu finden, das Tor zu öffnen und die Zugbrücke auszufahren. Ich bleibe hier, falls noch mehr von den Mistkerlen hier auftauchen. Von wo sollen die denn kommen, Patty? Aus dem Nichts? Oh, ein goldener Ohrring und eine Kralle. Und Brot hier, der ist aber schön auf die Kiste gefallen, der gute Freund. Gib mal einen Zacke her. Huh? Um Gegenstände herzustellen, wähle auf der linken Seite ein Rezept oder Bauplan aus. Sobald du alle Zutaten hast, kannst du sie zusammenfügen. Wie zum Beispiel alles, was wir gerade hier haben. Hm, lecker, rohes Fleisch. Wird zu Proviant. Ja, so schöne Rezepte wie im ersten Teil gibt es hier immer noch nicht. Finde ich eigentlich etwas schade. Aber was wir machen, da ziehe ich mir noch lieber mal meinen Ohrring an. Yay, goldener Ohrring und haben wir es wieder. Gold scheint attraktiv zu sein. Auch hier wieder plus 10 Silberzungenfähigkeiten. Also wieder eine bessere Möglichkeit, jemanden um den Finger zu wickeln, zu flirten. Vielleicht soll ich mal auch einen goldenen Ohrring kaufen. Was meint ihr, Mädels? Werde ich dann attraktiver? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ohrring. Schon wieder Krokodil? Hey! Aber sehr schön, dass ich die Schnauze wegblocken kann. So können wir ein bisschen taktisch agieren lassen. Und ihn zweimal angreifen lassen und selber attackieren. Komm, greif mich doch mal an. Hey! Ich hab geblockt, du Vieh! Dunkles Vieh! Oh, 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 oh. Ey, 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 du dummes Vieh! Jetzt reit doch mal mit dir hier! Darf ich jetzt auch mal angreifen? Dankeschön. Stirb! Deine Zunge brate ich überm Kamin! Jawohl. Noch nicht mal, ich brate die doch nicht mal. Ich mach deine Suppe draußen, was bist du? Ein Wasserdrache. Fliegst du mich jetzt an, du Vieh, oder was? Hallo? Sonst geht's dir gut, du... Hallo Held, bleibst du mal bitte stehen? Der lässt sich aber leicht hier von den Füßen ab. Hallo? Bleibst du mal bitte auf deinen Füßen, du Sackgesicht?
fiese bleiben. Und hier Schlitzikowski. Statt hier so rumzufuchteln, sollte der lieber mal angreifen. Du Fuchtelheini. Jawohl, genau so wollte ich das, Fuchtelheini. Kannst du Fuchtel einfach mal angreifen? Dann kassiert man auch weniger Schaden. Noch ein schöner Bergkristall, noch ein bisschen Schlangenwurz. Daraus machen wir uns eine Bergkristall-Schlangenwurz-Suppe. Die knirscht auch nur minimal zwischen den Zähnen. Falls wir danach überhaupt noch Zähne haben, nachdem wir diese Suppe gegessen haben. Etwas, was ich im Ehrlichsein bezweifle. Das Bambus? Bambus! Aber ich kann es nicht kaputt hauen. War ja klar. Und die Tropfen sind echt dick hier, ne? Aber er hat damit performt, ein Brüchen behaftet. Ach ja, diese gefährlichen Wasserfälle, die Framerate immer hier in Risen zum Einsturz bringen. War im ersten Teil ja auch so und im zweiten Teil sogar noch schlimmer, finde ich. Also im zweiten Teil die Framerate oft aus unerklärlichen Gründen ein bisschen zu neichte oder zu neige. Hat im ersten Teil so gravierend, glaube ich, gar nicht, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, und wie doof steht sie jetzt da und spielt ein bisschen im Dreck rum, anstatt mal mitzukommen, um zu helfen? Nee, ich bleib da stehen. Ich bin mir zu fein dafür, durchs Wasser zu laufen. Meine Schuhe könnten ja nass werden. Und das Wasser könnte in Bereiche spritzen, wo sie... Da war er wieder. Der Geisterkapitän. Aber wie kann das sein? Was bedeutet das? Vielleicht finde ich die Antwort in diesem alten Tempel. Das bedeutet, dass Crow, oder zumindest besser gesagt Crows Geist, uns versucht heimzuholen. Nur warum uns? Warum nicht den namenlosen Helden? Und bekommen wir es dann auch mit Mara zu tun? Schließlich war Crow einer ihrer Kapitäne. Ich ahne Fürchterliches und habe ein bisschen Angst. Aber wir werden es wahrscheinlich noch alles zu Glück rausfinden. Irgendjemand hat ihn erschlagen. Ich weiß nicht. Guck mich nicht so vor, wo es einhält. Ja, nein. Nicht mich angucken. Nein, nein. Ich habe nur gesagt, ich war es nicht. Ich war das nicht. Guck weg. Hier, guck mal. Der war das. Siehst du? Hier. Abgebrochen, der Kopf. Ja, das war die Strafe dafür, dass er ihn umgebracht hat. So, wir gehen weiter. So, ich bin drin. Hier entlang muss es einen Weg zum vorderen Haupteingang des Tempels geben. Naja, du bist mehr oder weniger drin, ne? Patty fällt nämlich noch und ich glaube, bis Patty nicht da ist, möchten wir auch nicht weitergehen. So, Riesenratte. Ihr wisst ja, totales Rollenspiel-Klischee. Riesige Ratten, gerade am Anfang, sehr bekannt. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Aber hier oben. Bisschen kopflos, was heute? Häuptling. Der andere auch. Alle ein bisschen kopflos. Das ist schon ein sehr interessanter Zufall, dass sie alle kopflos sind. Wow, wow, wow. Held! Du bist verdammt mutig. Deine Hände möchte ich nicht sehen. Entweder hat der totale Hederpranken oder das tat gerade verdammt weh, denn ein heißes Stück Metall rauszufichten aus einer Glut. Also ganz ehrlich, das tut höllisch weh. Ich wollte das nicht tun, denn das sind verdammt viele fiese Verbrennungen, die man davon tragen kann. Also liebe Kinder, macht das nicht nach. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Tja, wir haben hier einen Schalter und wir haben eine Maske. Was macht man damit wohl? Patty würde jetzt fragen, ein Schalter? Was tut der bloß? Tja, wir finden's raus. Und zwar jetzt. Na Patty, die Autor, bitte, tust du wieder rumnörgeln? Da bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte ein paar Probleme. Der Tempel ist gefährlich. Wir müssen weiter. Los, schnell. Du hättest hier mitkommen können, dann wäre das alles viel einfacher gewesen, Patty. Und mal ehrlich, so lange hat das gar nicht gedauert. Was allerdings länger dauert, ist die Zeit,
die ihr bis zur nächsten Folge warten müsst, denn heute ist es leider wieder vorbei. Und beim nächsten Mal geht es hoffentlich weiter, hoffentlich auch mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Mascha, und haltet die Ohren steif.